Das hier sind die Bodenlosen. Den Namen haben sie sich selbst gegeben und wenn der erste Eindruck nicht trügt, tragen sie ihn nicht von ungefähr. Na, jetzt kommen wir's. Oh mei, jetzt geht's ab. Das Bier steht hoch im Kurs bei ihnen. Hier ein paar von ihnen herausgegriffen. Das ist der Kurt. Und das der Alois, genannt Stump. Chef der Bodenlosen ist der Hans. Und noch ein Kurt, unter den Mädchen des Ortes kein Unbekannter. Und wieder eine Runde für die Bodenlosen. Damit aber auch genug Geld zusammenkommt, haben sie das Strafgeld erfunden. Wer die festgelegten Trinksitten verletzt, hat zu zahlen. Und hoch geht es her, wenn unter 10 Halben Bier niemand das Lokal verlassen darf. Darunter bleiben kostet 5 Mark. Die meisten unter ihnen entgehen dieser Strafe.